Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 3 Remake. Carlos, hier Jill. Der Strom der U-Bahn fließt wieder. Gute Arbeit. Als nächstes kommt das Stellwerkssystem. Es sollte im Büro der U-Bahn-Gesellschaft sein. Okay, ich glaube, ich kenne das Gebäude. Wirklich? Klasse, Partner. Ein Schritt voraus. Bin ich dein Partner. Immer wieder noch diese kleinen Kabeleien. Aber du weißt doch, Carlos ist doch ein guter Dude. Oh je, es speichert. Das ist kein gutes Zeichen. Ich hab Angst. Hilft ja nichts. Wow. Oh, scheiße, das war doof. Das war doof. Lauf, 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 lauf. Zombies sind weg. Ich bin doch ausgewichen, du Sackgesicht. Mann. Ach nee, ich heile mich noch nicht. Nein, 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 nein. Nein, nein. Um Gottes Willen. Hilfe. Okay, jetzt brauche ich eine Heilung. Carlos, das Ding ist noch am Leben. Jetzt ist hinter mir her. Was? Lauf, komm zurück zur Station. Muss erst das Stellwerk hochfahren. Nein, ich bin im Gespräch. Ich darf jetzt keine Tür öffnen, Jill. Ernsthaft. Ich glaube, ich nehme mir ein rotes Kräuterchen mit. Speichern muss ich ja jetzt eigentlich noch nicht, auch wenn ich es am liebsten schon wieder täte. Ich habe mich ja schon eben so gewundert, ne, so von wegen, warum ist es so ruhig, müsste jetzt nicht was passieren, und gerade hatte ich das zu Ende gedacht und schon bam, kommt Nemesis aus der Wand geschossen, ey. Was für ein Arsch. Ich wollte nicht zoomen, danke. Ich muss... Zugekettete Tür? Da war ich noch nicht. Aber okay, U-Bahn-Gebäude durch den Donutladen. Wo ist der Donutladen jetzt? Auf der linken Seite, ne? Ja, durch die Treppe und dann... durch die Treppe vor allem. Über die Treppe. Ach, hier ist ja alles voll. Ach, nö, 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 nö. Oh, das hat geklappt. Gut. Wow, nice. Lauf, Jill. Und nö. Nein, nein, nein. Hallo, hallo? Nein, ich habe... Hallo. Okay. Ich habe keine Zeit für euch. Noch auf grün, okay. Okay. Carlos, ich bin in der Schaltzentrale. Was jetzt? Super. Jetzt musst du eine Route festlegen. Okay, eine Sekunde. Ja, brauchen nur eine Sekunde, alles gut. Okay, wo wollen wir hin? Die Bahn steht in Redstone Street. Unser Zielbahnhof ist Fox Park. Kannst du das eingeben? Hey, ich bin Supercop. Ich krieg das schon hin. Klar doch. Okay, mal schauen. RE ist 1. Dann müssen wir zu Paustraße oder V-Straße? Ich glaube, das ist ein F. Keine Ahnung. Fahr, genau. Fahr ist dann die Nummer 2. Gut, dann. Raccoon Center.
Oder auch nicht. Da hinten ist ja alles versperrt. Ich hatte das letztes Mal auf jeden Fall eigentlich ganz gut gesehen, aber hier ist ja wirklich alles durchgestrichen, was gerade nicht so schön ist. Warte mal, wir sind ja da, deswegen. Die erste wäre dort. Dann bin ich aber in der Market Street und komme von da aus nicht dahin, wo ich hin will. Ich habe jetzt noch diese drei. Deswegen, das passt wirklich mit Raccoon Central Station und halt St. Michael's Clock Tower. Dumm nur, dass da beides eigentlich... Ach, die, das ist nicht beides gestrichen. Ich sehe was, was ihr nicht seht. Also. Raccoon Central. Genau. R.A. Dann, wenn das da oben die 1 ist, müsste das die 2 sein. Okay. Dann kommen wir nämlich dahin. Können da weiter und dann... St. Michaels. Und dort ist das dann die 1, weil wir müssen ja nach oben. Fox 1 kann eigentlich nicht richtig sein, aber wir können bei Fox nichts ändern. Also muss das irgendwie stimmen, lustigerweise. Mal gucken. Versuchen wir es. Route konnte nicht bestätigt werden. Bitte erneut versuchen. Raccoon Central 3. Okay. Wir eben 3. Okay, 2. Jetzt aber, Mann. Route bestätigt. Carlos, ich bin's. Hab uns eine Bahnroute eingestellt. Jill, du bist fantastisch. Und auch verdammt zäh. Komm schnell zurück zur Station. Wir machen die U-Bahn abfahrbereit. Da war das jetzt aber auch nochmal so ein bisschen deutlicher, da hinten zu sehen. Ich hätte mal da hinten besser nochmal hingucken sollen, als anstatt nur hier auf diesem Scheißplan. Ich habe das nämlich damals beim Privatdurchspielen beim ersten Mal tatsächlich direkt geschafft, wo ich dachte, ach cool, war ja easy das Rätsel. Und jetzt stelle ich mich hier so an im Let's Play vor für Effekt, ey. Ach nee. Jetzt kommt Nemesis, glaube ich, hier rein. Ich kann den Part noch nicht beenden, obwohl ich es gerne würde. Scheiße. Spätestens jetzt hätte ich mir natürlich die Schotti holen können, aber naja. Ich glaube, die brauche ich jetzt auch gleich. Natürlich stehst du jetzt! Zum Teufel! Oh, das war doof. Wieso habe ich keine Ersatzmini eingesteckt? Okay, aber du müsstest auch wirklich tot sein. Ja, natürlich, natürlich. Danke. So, warte mal. Nee. Wo bin ich denn jetzt? Ich finde gerade die richtige Karte nicht. Okay, Zombie, Zombie. Oh ne, da hinten steht ja noch so ein Idiot. Und ich habe nur noch einen Schrotflintenschuss, das ist nicht gut. Aber vielleicht kann ich den ja an seiner wunden Stelle direkt treffen, wenn er sein Gesicht da hinten aufmacht. Ich treffe den gerade nicht. Mist. Aber da über die Treppe wäre ja eigentlich der beste Weg. Sonst könnte ich aber auch an dem Idioten vorbei. Und durch den Donutshop. So, jetzt habe ich auch wieder meine richtige Karte hier. Danke dafür. Hier ist ja auch noch eine zugekettete Tür direkt vom gegenüber des Donutsladens. Da war ich noch gar nicht. Warum nicht? Ja, weil ich die... Oh, ich bin so doof, dass ich das nicht gemacht habe vorher. Aber okay, let's go! Hauptsache Nemesis kommt mir jetzt nicht in die Quere. Oh no, 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 no. Der hat gerade seinen Tentakel nach mir ausgestreckt, aber okay. Das Inventar hat mich gerettet. Was auch immer hier ist.
Hi. Wollt ihr mal hierher? Nein! Wo kommst du denn jetzt her? Woher kommst du? Woher kommst du? So ein Sack. Du bist auf keinen Fall tot, ey. Oder auch doch, okay. Bitte hab Flintenmunition für mich. Pistolenmuni. Was soll ich denn mit Pistolenmuni? Handgranate. Das nehme ich. Flintenmunition. Ja, perfekt. Das habe ich mir doch gewünscht. Dankeschön. Dankeschön. Perfekt. Okay, der Idiot hier vorne ist jetzt ein Problem und der da hinten auch so ein bisschen. Der liegt da echt scheiße. Oh! Okay, versuchen wir es mit Kopfschüssen. Ah! Jill kommentiert das sogar. Cool. Das ist geil und realistisch, dass ich hier sogar durchs Gitter schießen kann. Okay, das war jetzt überflüssig, der letzte Schuss, aber egal. Deswegen, ich wusste doch, man kann die auch so killen. Du musst halt nur ganz genau den wunden Punkt von denen treffen. Okay, um nicht an dem Idioten vorbeizumüssen. Was? Ach so. Okay, hätte ich jetzt auch vorlesen können, aber ist ja nur, ja, man kann es wegwerfen. Brauche ich jetzt also nicht mehr. Interessant. So, wenn ich durch den Donutladen allerdings laufe, dann... Genau, dann kann ich hier aber direkt die Treppe nehmen. Dann bin ich da. Und dann kann ich hier hinten... Kann ich auch, aber da hinten ist Nemesis. Ich weiß nicht, ob der auch kommt, wenn ich da lang gehe. Ich versuch's erstmal da mit der angenehmeren Route. Da sind zwei? Ich meine, an der Muni soll's nicht mangeln, ne? Also. Er hat mich entdeckt. Mach dein Gesicht auf. Mach dein Gesicht auf. Bei dir vielleicht eher? Wir sind einfach nur stehen wie zwei Gauner. Ach, leck mich doch, ey. Obwohl, das würden sie wahrscheinlich sogar tun. Oder, naja, nicht genauso, aber vertiefen wir das nicht weiter. Vertiefen wir es nicht weiter. Ja, dass du die erschaffst, war mir schon klar, du. Lauf, 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 lauf. Genau, ich laufe richtig. Ach, nö. Ihr seid nervig, wisst ihr das? Oh, das war zu früh. Hier, wo ist das? Danke, nö. Empfehle mich. Ach, nö, jetzt kommt ihr hin auch noch und ach, nö. Ich... Brudi muss los. Warte mal, wenn ich jetzt... Sternchen? Ach, der hat eine Kiste gekackt. Scheiße, die würde ich jetzt eigentlich ganz gerne haben. Ist der jetzt gerade kurz down dann wirklich? Hm. Auf jeden Fall kann ich da lang und dann übers Dach. Ja, der ist kurz down, der ist kurz down, der ist kurz down. Das kann ich mitnehmen. Geil. Whatever that is. Das war gut. Erstmal kurz nachgucken, was hast du denn gepackt? Schalldämpfer für die Pistole. Sinnlos, aber okay, nehme ich trotzdem. Ah, jetzt ist die Pistole nur größer geworden und mit Platz weg. Danke für gar nichts. Okay, was soll's?
Okay, einfach nur runter geradeaus und dann dahin. Okay, alles klar. Nur. Das ging ja gerade problemlos, fast. Nein! Wow, das war gut. Das war gut, das war gut, das war sehr gut. Keine Zeit für dich. Nein! 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 Hör auf! Hör auf damit! Nein! 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 Ich sagte nein! Okay, ich bin nur auf gelb. Hilfe! Das war gut! Das war auch gut! Das war... Lauf! 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 Ich lebe noch! Alter Schwede, scheiß die Wand an! Ach nö. Ach, eine Handgranate, geil, danke. Hä? Ach so. Wollte schon gerade sagen, hä? Wieso kann ich das nicht machen hier? Ah, für die Flinte. Ach, und noch eine Tasche. Das freut mich. Urgestein. Sehr schön. Ach ja. Oh, brauchst immer noch nur einen Platz. Okay. Aber diesen Erfolg speichere ich auf jeden Fall, obwohl ich könnte ja noch das einfache Schloss eben knacken, aber wer weiß, ob eine Katze gleich kommt direkt. Ich will einfach speichern. Das ist es mir einfach wert. Aber sowas von 17 Minuten haben wir jetzt auch voll, deswegen... Es wundert mich, dass ein bestimmtes Ereignis nicht getriggert wurde. Vielleicht war es, weil ich das schon vorher gemacht hatte mit den Dingern, weil eigentlich ist es so, dass von diesem Toy-Uncle-Geschäft dieser Kopf runterfällt vom Gebäude und dann runterrollt über die Treppen auf mich zu. Dass das jetzt gar nicht passiert ist, wundert mich. Da kommen wir doch nochmal zurück und es passiert später. In diesem Fall hätte ich gespoilert, aber ich weiß nicht. Hier kommen wir doch gar nicht mehr hin, oder? Ich bin verwirrt. Aber naja, egal. Ja, wenn das nicht mehr vorkommt, verlinke ich euch das vielleicht mal oder so. Mal schauen. Aber, ja, wir sehen uns im nächsten Part hier wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao!